So, moin. Ich habe da noch so ein bis zwei Gedankengänge für euch, wenn ihr euch schon mit dem Gedanken tragt, dass ihr unzufrieden seid mit eurer Wärmeverteilung und die Tischkühler laufen und das Wärmenetz, das wird nicht richtig. Der wirtschaftliche Erfolg kommt nicht so, wie das kommen muss. Und was wir ganz häufig treffen ist, wenn einer zwei Wärmeerzeuger hat, eins, ganz häufig, einer der häufigsten Fehler in der Anlage, er hat zwei oder mehrere Wärmeerzeuger und dann hat er hier hat er denn, ich hoffe, er hat sowas installiert, Vorlauf- und Rücklaufverteiler als Sammler ausgeführt. So, und jetzt hat er so einen Raum, da kann man von mir aus Kesselhaus zu sagen oder Boilerroom oder Heizraum oder was auch immer, oder sind mehrere Container nebenan. Jetzt hat er hier so einen Raum, habe ich ganz oft gesehen. So, er hat so einen Raum und da stehen die Dinger drin, die Geräte. Und jetzt muss er das, die Energie zu dem Verteiler übertragen. Und wie macht er das am einfachsten? So, jetzt hat er hier den Vorlauf, die Vorlauf, heißes Wasser und der Rücklauf, etwas abgekühlt. Ich hoffe um ca. 15 bis 20 Kelvin. So, jetzt will er das Wasser hierher bringen. Die erste Maschine, das haben wir ja gestern im Video gesehen, die hat von mir aus 400 kW elektrisch und 500 kW thermisch, TH. Das haben wir ja gestern im Video gesehen. Dann muss er ca. 25 Kubikmeter Wasser die Stunde zu seiner Verteilstelle bringen. Meistens hat er dafür eine Pumpe hier irgendwo, die irgendwie dimensioniert ist. Und das macht er denn? Und dann kommen wir dann dahin und dann machen wir hier eine Messung. Und dann, so, dann sagt er zu uns, ja, ich habe ja zwei Wärmeerzeuger. Und jetzt nimmt er sein Rohr und jetzt hat er hier so einen Knoten gebaut. Und die hat auch die gleiche Größe, ist eine schöne große 500 kW thermisch, muss der hier rauslutschen aus seiner Kiste, aus dem Kessel oder aus dem BHKW oder so, egal. Und jetzt will er hier auch 25 Kubikmeter übertragen in eine Stunde. So. Und wenn ich mir das dann angucke, dann gehe ich hierher, dann messe ich hier mal mit meinem Ultraschall-Messgerät. Gehe ich hierher, dann mache ich hier die Messung, so. Eins. Dann mache ich hier die zweite Messung, zwei. Und dann mache ich hier die Summe, drei. Und der muss ja im Volllastbetrieb, also meistens gehe ich im Winter draußen, oder ich kann auch im Sommer rausgehen, wenn da draußen Trockner steht oder was auch immer, dann muss sein 1 plus 2 im Volllastfall ist gleich 3. Und das bedeutet, dass ich hier messen muss, 1 ist 25 Kubik, 2 muss auch 25 Kubikmeter die Stunde sein. Und was muss sein? Wenn ich hier messe, dann muss ich hier die 50 erhalten. 50 Kubikmeter die Stunde, die Summe von den beiden. Aber es geht leider nicht, weil die Pumpe hier, wenn man sich das genau anguckt, dann ist das bei DN25, also 65, DN65, das sieht dann so aus. Oft ist das so verbaut, im Vorlauf und im Rücklauf ist es dann gleich so. Hier kommt die 1 lang geflossen, jetzt kommt hier die 2 von unten, von oben und dann kommt leider hier eine 3. Und jetzt sehen wir schon, was hier der Fehler ist. Sieht man hier schon, wenn hier 50 Kubikmeter durch müssen, dann kann es nicht sein, dass der Querschnitt hier, zum Querschnitt lasse ich mich ja nächste Woche nochmal mehr aus, genauso groß ist wie die Summe, sondern die klugen Leute, die das leidlich erfahren haben, die haben was anders gebaut. Also, das ist hier falsch, ne? Das sehe ich ganz oft so, das ist völlig falsch. Noch schlimmer ist, habe ich auch schon oft gesehen, wenn du die entgegengesetzte Flussrichtung machst, das ist ja noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Wenn man nimmt. Das ist gleich 3. Das ist ja ganz schlimm. Das wird nie aufgehen. Das ist ein ganz schwerer Fehler.
Also, wenn wir mehrere Volumenströme entgegennehmen wollen und richtig zur Verteilstelle bringen wollen, dann dürfen wir Folgendes ja nicht machen. Das haben wir ja eben schon gesehen. Wir können nicht hier 25 Kubikmeter in eine Richtung in einem Rohr schicken und hier 25 Kubikmeter die Stunde. Das geht nicht. Das geht, aber es kommt nichts bei raus, was wir brauchen können. Und dann wollen wir hier 50 Kubikmeter haben über ein T-Stück. Das geht alles, aber es ist nicht effizient, weil hier ist ein Druckpunkt. Meinetwegen die Pumpe von BRKW 1 oder Kessel 1, die macht hier 1,6 Bar und die macht auch 1,6 Bar Vordruck. Über die Rohrleitung habe ich hier noch 1,2 Bar und jetzt habe ich hier auch 1,2 Bar. Und was machen die beiden gegeneinander? Die summieren sich nicht, sondern sie bekämpfen sich. Und dann kann es mir passieren, dann habe ich hier statt 2,4 nur noch 0,6 Bar. Und wenn ich das dann immer messe, dann sehe ich schon, der hat das nicht geschafft, der hat das nicht geschafft. Ich habe ganz oft gemessen, da waren hier nur 18 und hier waren 19. Ja, und dann kommen wir nicht 50 bei raus, sondern unter Umständen kommt hier nur 40 bei raus. So, Kubikmeter eine Stunde. Der Nachteil ist, ich habe 10 Kubikmeter zu wenig. Und den flöte ich an die Umwelt oder der Kessel wird das nicht los. Auf jeden Fall kriege ich meine Leistung so nicht übertragen, sondern, was muss ich machen? Das haben wir in dem Video eben gesehen, in der Anlage, wo ich da war. So geht das nicht, ihr müsst das anders machen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Das ist ganz einfach. Nur oft seht ihr das nicht, weil bei euch die Isolierung drüber ist. Dann könnt ihr das nicht sehen und deshalb komme ich zur Messung mit meinem Ultraschall-Messgerät oder mehreren und dann messe ich erstmal aus, wie ist denn der Ist-Zustand. Und dann sehen wir alle zusammen, das ist ja auch so bei uns, und dann müssen wir es so machen, wenn wir hier, haben wir ja eben gesehen, der Onkel hier im Video, der hatte hier so einen Behälter, Vorlaufsammler, und dann hat er von seinen drei BRKWs das Wasser in Ruhe hier reinströmen lassen. Das hat der gemacht. Und dann hat er hier den Ausgang gehabt. Und hier hatte der noch seine Pumpe. Und die Querschnitte hier, das waren alles DN50 bei ihm. Wunderbar, für 12 Kubikmeter. Der hat eine 250 kW Maschine gehabt. So. Und da konnte er beruhigt mit seiner Magna 3 M3. Die hat auch ganz wenig Strom aufgenommen, das habe ich auch gemessen, nur 300 Watt, 300 bis 500 Watt im Volllast. So. Und jetzt konnte er in Ruhe, und so müsst ihr das bauen. Ihr müsst das so bauen, dass die Summe der Querschnitte, die das Wasser entgegennimmt, auch tatsächlich das entgegennehmen kann, und zwar drucklos, ohne Druckverlust. Denn Druckverlust ist Geldverlust. Also nochmal. Für Nicht-Techniker ist das so, nochmal für euch alle zusammen, ich muss 50 Kubikmeter entgegennehmen. 50 Kubikmeter die Stunde entgegen. Das ist schon so ein Querschnitt hier, das ist schon DN90, fast DN100. Und ich habe mehrere, ja von mir aus 4x12, 48. Dann kann ich hier, dann muss ich hier eine Entgegennehmstelle bauen. Ein Sammelschuh heißt eine Klärwerkstechnik. Und da kann ich einzelne Rohre so reinfließen lassen. 3 Stück oder 2 Stück. So muss das aussehen. So und auf dem Rücklauf das gleiche. So. Und dann kann sich das Medium im Vor- und im Rücklauf, kann sich hier in Druckrichtung, nicht wahr, kann sich das schön entspannen. Das ist mein Medium hier. Das ist das heiße Wasser. Und alles andere. Und das ist die Mehrzahl der Anlagen. Ist nicht so gebaut. Und was haben wir da? Mieter klagen über hohe Stromkosten und Nebenkosten. Warum? Weil die Pumpenströme viel zu groß sind. Weil die Vorlauftemperaturen zu hoch sind.
Und deshalb empfehlen wir euch, wenn ihr was macht, macht es richtig. Messt die Volumenströme einzeln durch, misst die Summenströme durch. Und wenn ihr das nicht könnt, wir machen das für euch, dann müsst ihr mich anrufen.